Die Grasfrösche ziehen aus dem Wald in ihre angestammten Laichgewässer. Die Weibchen laichen ab. Der Laich wird anschließend von den Männchen befruchtet. Im Winter leben die Eisvögel als Einzelgänger und verteidigen ihr Jagdrevier gegen alle Artgenossen. Zur Fortpflanzungszeit muss diese Aggression abgebaut werden. Die ersten Annäherungen im zeitigen Frühjahr erfolgen dann im Wechsel zwischen Zuneigung und Aggression. Der geöffnete Schnabel und das Wiegen des Kopfes zeigen die Aggression des Weibchens, während das Männchen versucht, in ihre Nähe zu kommen. Der bemerkenswerte Vogel nistet tief in der Erde, am Ende eines meterlangen selbstgegrabenen Ganges, und erbeutet seine Nahrung, indem er kopfüber in das Wasser von Bächen und Teichen taucht. Im Englischen heißt er Kingfisher. Sein wissenschaftlicher Name ist Alcedo atthis. Ob sein Name von Eis abgeleitet ist, ist nicht geklärt. Tatsache ist allerdings, dass Eis, Schnee und Kälte seine größten Feinde sind. Hier beobachten wir den Eisvogel beim Beuteerwerb. Die Vögel leben hauptsächlich von kleinen Fischen, die sie von einer Warte erspähen, dann kopfüber in das Wasser stoßen, um den Fisch zu greifen, und dann zu ihrer Warte zurückfliegen, um den Fisch dort totzuschlagen. Nicht jeder Beutestoß ist erfolgreich. Der Eisvogel hat einen Stichling gefangen und schlägt ihn auf dem Ast tot, um ihn dann zu verzehren. Die noch ungehindert durch das spätere Blätterdach auf den Waldboden scheinende Sonne ermöglicht das Gedeihen dieser Schlüsselblume. Der hohle Lärchensporn. Das Goldhähnchen. An dieser alten Eisvogelwand hat sich bereits ein Eisvogelpärchen eingefunden und baut die vorjährige Höhle aus. Eisvögel bauen vorzugsweise in Abbruchkanten von Bächen und Flüssen eine ca. 1 Meter lange Röhre und an deren Ende eine Erweiterung, den sogenannten Brutkessel. Sobald sich die Paare gefunden haben, füttert das Männchen das Weibchen hin und wieder mit Fischen, um die Bindung zu festigen. Nach Fertigstellung der Brutröhre wird für Nachwuchs gesorgt.
Eisvögel gehören zur Gruppe der rackenartigen Vögel, wie auch diese Blauracke. Der ebenfalls sehr farbenprächtige Bienenfresser wird auch zur Familie der Rackenartigen gezählt und baut, wie der Eisvogel, eine Brutröhre in das Erdreich. Der exotische Wiedehopf zählt ebenfalls zu unseren Rackenvögeln. Zu den einheimischen Mitbewohnern des Eisvogels an unseren Bächen gehört die Gebirgsstelze, die sich dort von Insekten ernährt. Der Sperber zählt zu den größten Feinden unserer Kleinvögel. Hier baut der Eisvogel seine Niströhre in die Abbruchkante eines kleinen Baches. Zuerst fliegen die Vögel die Wand immer wieder an und picken kleine Erdklümpchen heraus, bis sie Halt finden und mit den Füßen scharren können. Die Höhle wird meist 20 bis 100 cm tief in die Böschung gegraben und mit einer Erweiterung am Ende, dem Brutkessel, abgeschlossen. Während ein Partner in der Höhle baut, sitzt der andere Vogel draußen und wacht. Je nach Wetterlage bauen die Paare ca. 1 bis 3 Wochen an der Höhle. Eisvögel speien nicht verdaubare Speisereste aus. Ein Zornkönig macht einen kurzen Stopp auf der Eisvogelwarte. Am rot eingefärbten Unterschnabel ist das Eisvogelweibchen zu erkennen. Markant beim Eisvogel sind die kurzen Stummelbeine mit den 3 Zehen. Hier das Männchen mit dem durchgehend schwarzen Unterschnabel. Der Zaunkönig trägt seinen Reviergesang vor. Typische Kotspritzer verraten die Eisvogelwarte. Die Färbung des Vogels ist auffallend schön. Das Blau wird häufig als strahlendes Kobaltblau, das bis ins Smaragdgrün reicht, empfunden. Sobald sich der Vogel im Licht bewegt, scheint sich die Blauschattierung zu verändern. Wenn er seinen Körper nur wenig dreht, erscheint sein Gefieder nicht mehr blau, sondern Smaragdgrün. Die Farbgebung wechselt mit dem auf die Federn auffallendem Licht. Der Blau-Grün-Effekt resultiert aus dem reflektierten Licht in Verbindung mit der besonderen Struktur der Federn, dem sogenannten Tyndall-Effekt. Die gesamte Unterseite hat eine wunderbare, warme, kastanienbraune Färbung.
Wenn die Eisvogelhöhle mit dem anschließenden Brutkessel fertiggestellt ist, paaren sich die Eisvögel. Nach vollzogener Paarung zeigt sich das Männchen sichtbar stolz. Hier kommt das Eisvogelmännchen mit einem Fisch zur Balzfütterung. Mit diesem Ritual beweist das Männchen dem Weibchen, dass es eine Familie versorgen kann. Des Weiteren braucht das Weibchen die energieaufwendige Jagd nicht durchzuführen und kann die eingesparte Energie für die Eierproduktion verwenden. Das Eisvogelweibchen wirbt Gewölle hoch. Und wieder ruft das Weib zur Paarung. Am Himmel kreisende Greifvögel werden mit Argwohn beäugt. Während einer Beobachtungszeit von 5 Stunden konnten 4 Paarungen beobachtet werden. Im Tagesrhythmus werden ca. 7 Eier gelegt, die dann in ca. 20 Tagen im Wechsel von beiden Eltern ausgebrütet werden. In einem anderen Revier hat sich ein Paar nach dem entbehrungsreichen Winter wieder an der alten Eisvogelwand zusammengefunden. Die Bauarbeiten wurden begonnen, wie an den Erdresten am Schnabel zu erkennen ist. In der Regel wart ein Partner vor der Höhle, während der andere Vogel baut. Dies geschieht im Wechsel, wobei das Männchen aber den größeren Anteil hat. Hier sieht das Eisvogelmännchen bereits aus der Höhle heraus. Das heißt, Höhle und Brutkessel sind fertiggestellt, da sich sonst der Eisvogel in der Höhle nicht drehen kann und rückwärts herauskommen müsste. In der Großaufnahme kann man erkennen, mit welcher Anstrengung der Eisvogel sein Gewölle herauswürgen muss. Das Gewölle besteht aus nicht verdauten Fischgräten. Über dieser verkoteten Wand befindet sich eine beliebte Eisvogelwarte. Das Eisvogelmännchen kommt mit einem Fisch in das Brutrevier zur Balzfütterung.
Dieses Weibchen hat den Unterschnabel deutlicher rot gefärbt als das Weibchen an der vorhergezeigten Brutwand. Als Belohnung für die gute Fürsorge wird vom Weibchen die Kopula geduldet. Obwohl wieder ein Greifvogel am Himmel kreist. Auch ein Wasseramselpaar baut an diesem Bach ein Nest, sammelt Moos und geht hier auf Nahrungssuche. Wasseramseln suchen ihre Nahrung hauptsächlich am Bachgrund. Die Wasseramsel ist der einzige Taucher unter den Singvögeln. Sie läuft mit ausgebreiteten Flügeln entlang der Strömung am Flussbett und sucht hier Nahrung wie Insekten, Würmer und dergleichen. Das Eisvogelmännchen macht eine kurze Überprüfungsrunde vor der Eisvogelhöhle. Der Partner der Wasseramsel hat sich nun auch zur Nahrungssuche eingefunden.
Intensiv sucht die Wasseramsel das Bachbett nach Nahrung ab. Hier sucht die Wasseramsel nach Moos für die Auspolsterung des Nestes. Auch nach langen, intensiven Tauchgängen bleibt das Gefieder der Wasseramseln dank intensiver Pflege durch das Einfetten mit ihrem Wurzelfett trocken. Thank you.
Bei Wasseranseln beobachtet man immer wieder das Augenblinken mit der Nickhaut. Man sagt, dass sich die Vögel untereinander so an oft laut dahinfließenden Bächen verständigen. Das Eisvogelmännchen startet wieder einen prüfenden Rundflug an der Brutröhre. An der Schnabelspitze des Eisvogels sieht man noch die Arbeitsspuren der letzten Schicht. Das Eisvogelweibchen lockt durch Rufe das bauende Männchen aus der Höhle zur Paarung. Das Männchen kommt mit einem geklauten Goldfisch, wahrscheinlich aus einem Gartenteich, zur Balzfütterung. Das Weibchen ist wieder zu stürmisch, sodass das Männchen nicht landen kann. Und wieder lockt das Weib zur Paarung. Die Höhlenbauarbeiten scheinen jetzt auch hier abgeschlossen zu sein. Es erfolgt nun mehrmals am Tage eine Kopula. Das Weibchen fliegt jetzt nicht mehr so oft zum Fischfang und lässt sich lieber gelegentlich vom Männchen füttern und pflegt ihr Gefieder. Thank you.
Wieder erscheint der Eisvogelmann mit einem Fisch zur Balzfütterung. Immer, wenn das Männchen den Bach entlang fliegt, herrscht große Aufregung beim Weibchen. Die große Anstrengung sieht man dem Eisvogel an, wenn er bei der Jagd nach potenziellen Beutefischen in das Wasser späht. Durch die Standbilder ist nachzuvollziehen, wie der Eisvogel in das Wasser stürzt, einen Fisch packt und dann wieder zur Warte zurückfliegt, um den Fisch hier durch Schläge auf den Ast zu töten. Der Eisvogelmann dreht den gefangenen Fisch mit dem Kopf nach vorne. Das bedeutet, er will ihn seinem Weibchen übergeben. So können sich die Schuppen beim Hinunterschlucken des Fisches beim Weibchen nicht aufstellen und das Schlucken behindern. Das Eisvogelweibchen hat Mühe, den großen Fisch zu schlucken. Eisvögel fressen Fische bis ca. 12 cm Größe. Ein Buchfink baut hier sein Nest. Der Kleiber füttert sein brütendes Weibchen.
Mit großer Geduld steht der Graureiher am Wasser, um durch die Ansitzjagd zum Beuteerfolg zu kommen. Hinter dieser Baumrinde füttert ein Gartenbaumläuferpaar seine Jungen mit Insekten. Im Bach finden wir die weiße Eierschale des Eisvogels. Dies bedeutet, dass die Jungen geschlüpft sind. Die Eisvögel bringen die Eierschale aus der Höhle heraus und lassen diese in einem angemessenen Abstand von der Höhle über den Bach fallen, damit Fressfeinde nicht auf die Brut aufmerksam werden. Der Eisvogel erscheint auf seiner Sicherungswarte vor der Brutröhre mit einem Fisch für seine Jungen. Auch die Wasseramsel sucht nun für ihre Jungen Nahrung im Bach. Aus der Eisvogelhöhle rinnt Kot. Das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass Junge in der Höhle sind. Im sogenannten Brutkessel erfolgt die Fütterung immer so, dass sich der hungrigste Jungvogel nach vorne drängt und somit in der dunklen Höhle vom Altvogel gefüttert wird. Diesen Vorgang der Fütterung nennt man auch Fütterungskarussell. Die Kaulquappen im Bach sind eine mögliche Beute der Eisvögel. In dieser Brutwand werden auch junge Eisvögel gefüttert. Die Eltern erscheinen im 10- bis 90-minütigen Rhythmus mit Nahrung.
Mit Erstaunen sehen wir, dass der Eisvogel auch Insekten und Larven fängt und sogar die Jungen in der Höhle damit füttert. Wieder erscheint ein Altvogel mit einer Libellenlarve zur Fütterung der Jungen in der Höhle. In einer vom Bach abgezweigten Lagune erbeutet der Eisvogel Fische und schlägt sie dann anschließend auf der Warte tot. Der mächtige Schnabel des Eisvogelmännchens. Das Männchen übergibt den gefangenen Fisch dem Weibchen. Dieses betrachtet das Geschenk aber nicht als Brautwerbung, sondern verfüttert ihn an die Jungen. Eine weibliche Prachtlibelle. Auch die Graureiher füttern ihre Jungen.